So, hallo, jetzt geht's. Wow, die erste Challenge habe ich gerade schon hinter mir. Auf dem Weg zum Final Bosskampf, den wir diesmal hoffentlich schaffen werden. Erste Challenge war gerade zu warten, bis das Spiel lädt. Das hat gerade, ich will nicht sagen Monate gedauert, denn das wäre ein bisschen untertrieben. Aber ja, wir sind immer noch im letzten Kampf natürlich. Denn damit das letzte Mal aufgehört. Und werden den in diesem Part schaffen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich hoffe nicht die vollen 30 Minuten, die der Part maximal sein sollte. Aber vielleicht brauchen wir auch die Zeit dafür. Wir sind ja schon sehr weit gekommen. Wir sind schon bis in die allerletzte Phase gekommen, wo man dann in das kleine Fenster kommt. Ja, das haben wir schon gesehen. Und in dem kleinen Fenster kommt dann halt nochmal ein paar verschiedene Sachen. Und dann ist es vorbei. Also, ich denke, ich sollte auch relativ schnell wieder reinkommen. So diese Windphase ist mit die unkontrollierbarste. Und die vierte Phase hat man ja auch schon gesehen, dass ich da meine Probleme habe. Aber ich denke, wenn ich jetzt, so wie ich das letzte Mal gemacht habe, wenn ich viel wegrenne, vor den Sachen, die explodieren, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ne? Also ich bin da guter Dinge, dass das jetzt nicht allzu lange dauern wird. Der Boss macht nach wie vor Spaß und das wird sich auch nicht ändern. Das ist einfach ein cooler Boss. Es wäre nur ganz schön, nicht ständig in der zweiten Phase schon zu sterben, sondern auch einfach mal direkt in der ersten. Das ist viel besser. Ja, danke. Perfekt. Ja. Nee, also gucken wir einfach mal, wie lange wir hier sitzen. Und je nachdem, wie schnell das geht, werde ich halt in diesem oder im nächsten Part dann nochmal Isaac spielen. Ich würde hoffen, dass es in dem Part hier mit reinpasst, weil das Isaac-Ding halt nicht lang war. Und wir entsprechend schnell durch die Isaac-Stage durch sollten können, würden vermutlich gehen. Irgendwas tun. Haben getan. Oh, das ist richtig viel Stuff, der da oben gerade in den Papierkorb geht. Nice. Sehr schön. Dritte Phase. An der bin ich, glaube ich, noch nie gestorben. Und wenn ich das jetzt sage, wisst ihr genau, was Karma gleich machen wird mit mir. Aber es ist so, ich bin in dieser Phase noch nie gestorben. Die ist eigentlich... I knew it. Die ist eigentlich nicht wild. Also war sie noch nie. Aber jetzt war sie halt einmal ein bisschen komisch. Na gut. Ich meine, warum sage ich es denn auch? Das ist automatisches Beschwören. Self-fulfilling prophecy. Würde man sagen. So. Yo. Okay, da war zu viel los. Ja, manchmal gibt es einfach gute Phasen, wo man sehr schnell durchkommt und mal überhaupt nicht. Die zweite ist sehr unvorhersehbar einfach. Aber das habt ihr ja alles schon festgestellt und selber gesehen. Da ist jetzt überhaupt nichts rausgekommen, was ich wegschießen könnte. Dafür kommt jetzt umso mehr. Es ist ja auch, glaube ich, purer Zufall, wie viel Zeug kommt. Insofern, ja, sind wir da halt dem RNG-Gott ein wenig. Oh mein Gott, ich hätte nicht springen dürfen, dann hätte es geklappt. Ah, ärgerlich. Ja, wir sind dem RNG-Gott hier ein bisschen unterstellt und auf ihn angewiesen, dass er uns gute Sachen gibt. Auch wie diese Maus-Dinger fallen, aber die habe ich ja mittlerweile. Die dürfte ich jetzt eigentlich nicht mehr falsch machen. Das wäre schon arg ärgerlich. Möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich spring... Okay, ich muss gar nicht so oft eigentlich springen. Die gehen meistens über mich drüber, stelle ich gerade fest. Aber nun ja. 5 Minuten in und noch nicht mal in der vierten Phase gewesen. Das ist schon ärgerlich. Das ist schon ärgerlich. Da waren wir letztes Mal schneller. So. Das sieht gut aus. Ich würde jetzt ja sagen, ich schwöre, ich habe springen gedrückt. Es stimmt auch, aber ihr würdet es mir nicht glauben, weil ich nicht gesprungen bin.
So. Okay. Damit sollte das jetzt gleich. Was mache ich denn? Vielleicht sollte ich doch wieder aufnehmen, wenn ich übermüdet bin. Dann scheine ich besser zu spielen. Als wenn ich munter bin. Faszinierend. So. Zack. Stirb, 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 stirb. Jetzt dachte ich, ich springe mal nicht und jetzt war es wieder falsch. Ärgerlich. Ärgerlich, solche Geschichten. Sehr, sehr ärgerlich. Da, 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 da. Ob Nintendo das hier claimen wird. Wegen Ganondorf Endkampfmusik. Breath of the Wild. Aber sollen sie. Also nicht claimen, sondern halt hier Copyright-ID ist das schon. So. Ganz ziemlich sicher. Ich meine, man hört die Musik sehr deutlich. Würde ich das jetzt... Oh mein Gott! Okay, das sieht gut aus. Kein Quatsch mehr machen. Nice. So. Jetzt habe ich ein bisschen Respekt vor der Phase, aber ich darf einfach nicht... Was mache ich denn? Hilfe! Das ist letztes Mal nie passiert. That never happened before. Ich sehe schon, mein 30-Minuten-Plan wird nicht funktionieren. Wir werden länger an dem Boss sitzen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich plötzlich schlechter bin als beim letzten Mal. Kann ich nicht an den Erfolg anknüpfen, den wir hatten. Das ist blöd. Was ist anders in meinem Kopf? Was ist anders? Ist es wirklich der Fakt, dass ich nicht übermüdet bin? Huh. Faszinierend. Oh, ich habe eine Idee. Ich gehe mal ganz hier rüber. Dann sollte ich doch alles mitnehmen können, was ich eigentlich mitnehmen kann. Das sollte doch das Maximum möglich sein, wenn ich einfach von einer Ecke hinschieße. Dann bin ich da auch am sichersten. Wie ist es dann eigentlich, wenn ich da rüber gehe? Also da komme ich gar nicht hin. Wenn ich hier ganz... Nee, okay, das ist dumm. Das war eine Idee, aber die Idee war doof. Aber das hier funktioniert ganz gut, wenn ich hier rüber gehe. Dann muss ich nämlich ganz wenig Zeug ausweichen. Das ist doch schon mal was. So. Aber hier, ich glaube, hier gibt es keine vernünftige Taktik. Hier ist einfach... drauf und ausweichen. Und ein bisschen Glück haben. Oh, verdammt, das war nicht das Glück, was ich gesucht habe. Na, das war dumm. Bam, 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 bam. Na, aber so wirklich? Gefährlich wird das hier nicht mehr. Wenn ich darüber gehe. Das ist ganz gut, dann haben wir für die erste Phase schon mal einen relativ sicheren Weg. Dann werden wir da nicht mehr ganz so oft sterben, hoffentlich. Und die hier bleibt halt... Die hier bleibt halt einfach die zweite Phase. Oh mein Gott, kommen da viele Sterne raus. Mir scheint, manche Symbole werden schon verschieden... mit verschiedenen Dings gefüllt, aber man hat ja eh... keine Entscheidung, was für ein Symbol man jetzt bekommt. Insofern. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, weil manchmal mehrere Symbole auf einmal reinziehen und dann wird es auch voller als davor. Okay, das war gut. Da war jetzt richtig viel dabei. Das sollte doch reichen. Komm schon. Nein, es hätte gereicht. Ach, ärgerlich.
So, aber wie gesagt, hier drüben stehe ich jetzt ganz gut. Da passiert mir relativ wenig. Das heißt, wir kommen schon mal öfter in die zweite Phase. Sehr gut. Guter Start. Geht auch aktuell gut weiter. Geht sehr gut weiter. Oh nein, das hat auch nicht. Hat nicht mehr viel gefehlt. Ärgerlich. Ich habe für die zweite Phase keine wirkliche Taktik. Es ist so purer Zufall eigentlich, wie ich da... Wow. Purer Zufall eigentlich, wie ich da vorgehe. Praktisch der Situation halt angemessen. Aber es ärgert mich gerade ein wenig, dass ich jetzt schlechter bin als beim letzten Mal. Ich habe das nicht erwartet. Ich dachte, wir werden an dem Erfolg anknüpfen. Stellt sich raus, wir knüpfen nicht an. Oh boy, da war richtig viel Stuff. Nein, warum bin ich gesprungen? So, das sollte reichen. Ich komme über die zweite Phase nicht mehr raus. Das ist kritisch. Es gibt... Eieieiei. Das ist nicht, was ich gesucht habe in der Aufnahme. Wollt ihr euch nicht eigentlich 10 Minuten nur mit erster und zweiter Phase beschäftigen? Das ist nicht der Plan gewesen. So. So, bisher gut. Ich weiß teilweise nicht. Es muss doch eine bessere Variante geben, um diese zweite Phase durchzukriegen. Ja, die ist kritisch. Die ist und bleibt kritisch. Und dass ich die dritte jetzt zweimal verhauen habe, das ärgert mich fast noch mehr. Bei der vierten wäre ich vollkommen d'accord mit, wenn ich sage, bei der vierten geht irgendwas schief. Okay, kann ich mitleben. Aber die zweite Phase und die dritte will ich eigentlich schon schaffen jetzt. Jetzt komme ich nicht mehr darüber. Hat er gecheckt, was ich für einen Vorgang, für eine Idee habe und verhindert es. So. Kann ich laufen. Oh, ich dachte, ihr der verfehlt. Oh Gott, es sind so viele schon am Anfang. Wie soll ich denn... Boah, das war Glück. Jetzt hätte ich... Keine Ahnung. Ich kann nicht so schnell reagieren. Ich kann nicht so schnell reagieren, wie der mich da mit Zeug vollschmeißt. Jetzt hat sie es richtig schnell gefüllt im letzten. Ich glaube, es lag einfach da mal ganz viel reingeflogen ist auf einmal. Nicht am Symbol, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, selbst wenn es am Symbol liegt, ich kann ja nichts daran ändern. Bruder! So. Soll ich nicht sagen. Entschuldigung. So viel Zeug. Klopp. Aber dass die zweite Phase gar nicht mehr hilft. Ich würde mal gerne was testen. Einmal können wir das auf jeden Fall testen. Aber das Problem ist, ich werde nicht hinkommen. Für das, was ich vorhabe, das wird nicht funktionieren. Ich bin in der Mitte vorher. Ich wollte gucken, wie weit ich hier an den Rand rankomme. Oh, ich komme doch an den Rand. Achso, ich kann erst schießen. Ups. Habe ich spontan vergessen. So, wenn ich jetzt hier bleibe und dann einfach ein paar Mal schieße, geht es direkt hier hin? So dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber ich kann nicht getroffen werden. Es dauert 3 Jahre, bis wir das oben haben.
Aber ich werde hier hinten nicht getroffen. Ist es gerade Glück? Oder kann ich hier wirklich nicht getroffen werden? Wow. Eins oder zwei noch. Nice. Weiß nicht, ob das immer so funktionieren wird. Es dauert zwar länger, aber besser. Es dauert ein bisschen länger, als dass ich sterbe. Ne? Mal ganz ehrlich sein. So. Jetzt in der Phase einfach nicht sterben, weil das ist, wie gesagt, bisher sehr selten passiert. Vor allem erst in diesem Part. Im letzten überhaupt nicht, ne? So, und dann wird's kritisch. Wo ist das ganze Zeug? Da ist viel Zeug, was explodieren wird. Okay, hoch damit, hoch damit. Und wenn man den ersten Teil geschafft hat, dann geht der Rest eigentlich klar. Das war's. Nice. Wir kommen in den Kasten. Wir kommen in den Kasten. Und den ersten Teil vom Kasten sollte ich hinkriegen. Ich bin zwar das letzte Mal dort gestorben, ich weiß. Aber eigentlich ist der halt nicht wild. Es sind nur drei Schüsse, die das Ding immer abfeuert. Jetzt war ich so aufgeregt. Okay. Aber wir sind endlich mal wieder weitergekommen. Als sonst. Das ist doch schon mal was. So. Ich mag diese Ecke hier. Die Ecke hier ist interessant. Die hat jetzt schon in zwei Varianten geholfen. Mal gucken, ob das wieder funktioniert. Ja, das zieht nämlich über mich drüber, ne? Und ab und zu nehme ich halt eine dann mit, der gerade nach unten geht. Sehr schön. Ich weiß, ist lame. Ist mir egal. Es funktioniert. Oh, das war jetzt ziemlich niedrig. Aber bisher habe ich noch Glück. Das war's. Nice. Ja, wie gesagt, ne? Es ist ein bisschen lame, aber... It works. I don't know. Oh, das wird gleich kritisch. Okay, zum Glück. Zum Glück sind Dinge passiert. So. Wieder die vierte... Wieder die vierte Phase. Ich hab den Anfang ein bisschen verpeilt. Oh boy, da bin ich genau hingelaufen. Ah, das war blöd. Okay, aber wir kommen jetzt öfter in die vierte Phase. Sehr schön. 18 Minuten in und es wird besser. Weil ich den Trick rausgefunden habe für die zweite Phase. Bisher hat es immer funktioniert. Mal gucken, ob es so bleibt. Jetzt fängt meine Hand an zu jucken. Was soll das denn? Lass das mal. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Jetzt müsste ich nur noch ein bisschen besser abschätzen, wann eins nach unten geht, dass ich das direkt treffe, weil ganz viele erwische ich einfach manchmal nicht. Bisher läuft es gut. Bisher kriege ich genau die, die runtergehen. Nice, den Stern habe ich verfehlt, aber das habe ich dafür mitgenommen. Der war niedrig. Der war niedrig, der rote. Aber wie gesagt, grundsätzlich scheint es zu funktionieren. Sehr gut. Voll Glück, dass die das nicht so programmiert haben, dass die da unten auch durchziehen. Ja. Weiß nicht, ob man das irgendwie programmieren kann. Aber ich habe die Lücke im System gefunden. So, weg mit dem ganzen Schrott hier. Oh boy. Okay. Vierte Phase. Da wird alles explodieren, da gehen wir weg. Da gehen wir auch weg. Da oben wird es explodieren. Nice. Wir kommen wieder in den Kasten. Okay, Kasten. Was ist denn mit Kasten los? So. Entschuldigung. Nein! Ich hätte einfach nur durchlaufen müssen. Ich hätte nicht springen müssen. Einfach nur durchlaufen. Einfach nur durchlaufen.
okay. Ich werde so nervös am Ende der Phase dann. Eieieiei. So. Ich bin gespannt, ob dieses Spiel dazulernt und irgendwann mir nur noch die Dinger hier unten hinschickt. Das wäre ärgerlich. Oh, das war wieder so ein Knapper. Na, seht ihr das? Jetzt werden die Knapper aus irgendeinem Grund. Ist aber Zufall. Pure Einbildung. Aber wir treffen auch gerade ganz wenig unten. Das ist gerade nicht so gut. Eins haben wir wieder erwischt. Da gehen einige jetzt runter. Aber die haben wir alle nicht gekriegt. Ah, weil halt die Reichweite nicht reicht. Aber gut, jetzt gehen ein paar hoch. Sehr schön, gleich haben wir's. Der Taschenrechner noch. Und der Sicherheitsmanager. Weiß. Phase 3. Wie einfach alles hier zerstört. Fenstern. Oh, das war super knapp. Ah, ich bin gerade ein bisschen kritisch hier unterwegs. So. Und wo wird's explodieren? Da. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nicht viel. Ziemlich sicher nicht viel. So, das war's. Mit der Phase. Dann wieder die Geduldsphase jetzt. Jetzt ist es nicht mehr eine schwere Phase, jetzt ist es einfach nur noch eine Geduldsphase. Aber ich bin so froh, dass das funktioniert, ne? Also so kommen wir ziemlich sicher immer in die dritte Phase rein. Bisher Erfolgsquote 100%, muss man ja dazu sagen, ne? Erfolgsquote von diesem Modell ist bisher 100%. Ich bin da hinten noch nicht gestorben, noch kein einziges Mal. Was für das Modell auf jeden Fall spricht. Das ist eine empirische Statistik. So. Und dritte Phase. Mach kaputt. Oh, ich bin da ungünstig. Ich stehe da ungünstig. Hilfe, 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 weg mit dem Quatsch. Weg mit dem Schrott. Uiuiui. So, vierte Phase. Wo ist das Zeug? Da oben wird es explodieren, da wird es explodieren. Da geht's hoch. Nice. Oh nein. Oh nein. Okay. Nice. Did it. Gib mir die Maus. Oh, ich dachte, ich verfehle. Ich dachte, ich verfehle. Okay, wir sind wieder im Kasten. Eieieiei. Ich würde mehr versuchen auszuweichen einfach und ihn weniger abzuschießen. Weil wie gesagt, es sind immer nur drei. Nein! Und es ist ja nur der... Bin ich denn so doof? Es sind halt echt immer nur die drei Schüsse. Man müsste dem noch ausweichen können und gleichzeitig zurückschießen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist mehr die Aufregung, die da reinspielt. Wenn der alleine wäre, glaube ich, wäre das einfacher. Es ist teilweise halt auch noch die Aufregung, die damit reingeht. Jetzt hätte ich es fast nicht geschafft, hier hinzugehen, weil ich es vergessen habe. Aber wir haben es hingekriegt. Und der Wind ist zum Glück nicht so stark, dass er mich da ständig total weit wegschieben würde. Aber wir kriegen gerade keine Füllung. Bei dem Papierkorb. Wow, das war knapp. Der Taschenrechner hätte mich fast erwischt. Und das gibt zwei. Nice. Und noch eins hoch. Und hinterher. Aber es dauert gerade. Also die Runde dauert gerade ein bisschen länger. Aber ist halt so.
Lieber nicht sterben und dafür dauert es ein bisschen. Ne? Kann man so anbieten. Und der Stern. Schade. Stern verpasst. Und der PC geht hoch. Und der Taschenrechner. Und keine Ahnung, was das ist. Aber es ging auch nicht hoch. Was ist dieses Bunte? Ich weiß es gar nicht. Also nicht das Sicherheitscenter, sondern diese komische... Ja, das ist Verworrene. Habe ich noch gar nicht erkannt. Muss ich gestehen. Ist aber auch egal. Schade, den habe ich zu spät gesehen. Das da, was ich gerade hochgeschickt habe, dieses komische... Ja, so spiralig sieht es ein bisschen aus. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist aber auch egal. Hab nicht gesehen, was passiert ist, aber irgendwas bin ich gestorben. Ich glaube, ich habe mich zu weit rüber schieben lassen. Kann das sein? Oder hat es tatsächlich jetzt einmal mich an der Stelle direkt erwischt? Das wäre ja ungünstig. Das wäre ja sehr ungünstig, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert, weil das Spiel dazu lernt. Aber ich glaube, ich habe nicht aufgepasst und wurde zu weit weggeschoben. Und dann kam wahrscheinlich gerade ein ganz tiefer und der hat mich da drüber erwischt. Also ich muss wirklich aufpassen. Wow! Das ist neu! Erfolgsquote sinkt gerade. Hat das Spiel dazugelernt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das da durchgeht? Das ist jetzt ganz oft nicht passiert. Jetzt ist es aber direkt da durchgegangen. Aber direkt. Aber wie gesagt, das ist neu. Was ist eigentlich, wenn ich in die Richtung schieße? Kriege ich dann auch irgendwas hoch? Oh. Tatsächlich. Ab und zu kriege ich dann auch was hoch schon. Aber dass das gerade da durch ist, das war neu. Das ist direkt durch mich durch. Also wirklich genau in die Ecke rein. Muss riesiger Zufall gewesen sein. Weil es sehr selten bisher passiert ist. Aber jetzt wissen wir, es kann passieren. Das ist nicht so gut. Jetzt habe ich hier Angst. Nein! Oh nein, das dritte Mal schon. Ah, meine Taktik geht flöten. Wir lernen gerade, dass die Taktik nicht immer funktioniert. Die ist nicht mehr 100% sicher. War das so viel Zufall, dass es funktioniert hat? Ah, ärgerlich. Soll ich wieder normal probieren? Aber normal ist halt... Oh nein! Wir sind schon bei 28 Minuten. Wir haben keinen Fortschritt. Scheiße. Eieieiei. Machen wir halt den längeren Part. Hätte nicht gedacht, dass ich da so nochmal so Probleme kriege hier. Und vor allem das ist jetzt ärgerlich, dass die zweite Phase nicht mehr funktioniert. Mist, ich war da hinten so sicher. 5, 6 Mal. Und jetzt plötzlich, die letzten 3 Mal kam immer so ein Ding durchgeschossen. Als hätte das Spiel was gemerkt. Als würde das Spiel lernen. Das ist nicht. Das ist nicht mein Wunsch. Kann ich das irgendwie beeinflussen, wie die hier durch? Nee, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur versuchen, die zu treffen, die halt da durchziehen. Oh, das war super knapp. Da war wieder so ein Stern. Der hätte mich fast erwischt, glaube ich. Okay, gleich haben wir es. Oh, das war auch wieder knapp. Okay, wir haben es wieder geschafft.
Also noch ist die Erfolgsquote höher, aber sie ist nicht mehr bei 100%. Ich muss es halt jedes Mal riskieren. Die Erfolgsquote ist zumindest, glaube ich, höher, so kann man das sehen, als wenn ich es normal probiere. Wenn ich es normal probiere, habe ich eine viel geringere Erfolgsquote. So kann man es zumindest statistisch bisher belegen, so ein bisschen. Okay, hier drüben sollte ich safe sein. Jetzt explodiert das Ding. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh Gott, nein! Das war knapp. Das war's. Gut. Und wir sind wieder im Kasten. Okay, okay. Konzentration. Einfach nur ausweichen. Und wenn er da unten ist, müssen wir ein paar Mal schießen. Und das war's. Und dann erstmal wieder ausweichen. Ich habe ja die Zeit. Es ist ja... Und es hetzt mich ja niemand. Das war knapp. Okay. Was kommt jetzt? Die teilen sich auf. Aber ich bin direkt da unter dem Ding eigentlich safe. Die fallen nämlich nicht bis zu mir hin. Das ist doch schon mal gut. Was ist das denn? Achso, auf das Ding muss ich drauf schießen. Nein, das Ding selber tötet mich auch. Okay. Das ist das Letzte, was wir machen müssen. Dann haben wir es. Gut. Also die Phase mit der Frucht selber hat funktioniert, muss ich sagen. Da konnte ich einfach recht stehen bleiben. Ich hoffe, das war kein Glück. Schnell die Phase hier schaffen. Bevor da irgendwas durchzieht an der Ecke. Jetzt fühle ich mich halt unsicherer. Das ist das Problem. Es kann halt was passieren und wenn hier was passiert an der Ecke, dann erschrecke ich so richtig. Das bekommt ihr gar nicht mit. Wie sehr ich dann erschrecke. Komm, eins noch, eins noch, eins noch. Yes! Okay, okay. Phase 3. Phase 3 nicht verkacken. Das wäre super ärgerlich. Ich stehe hier ungünstig. Aber es passt. Weg damit. Weg mit dem Schrott. Dankeschön. Maus einsammeln und ab dafür. So. Wo explodiert es? Da und da und da. Hier kann ich hin. Nein. Weg da. Ich stehe hier ungünstig. Aber wir schicken es einfach hoch. Alles gut. Oh mein Gott. So, wir sind wieder im Kasten. Wir sind wieder im Kasten. Ich will zu viel. Ich will zu viel. Das sollte ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. So viel muss es gar nicht sein, ne? So oft müssen wir gar nicht treffen. Better be safe! Then sorry. Mit der Ecke weiter probieren. Die Sache ist halt, wenn was in die Ecke reinkommt, habe ich keine Chance auszuweichen. Es ist dann halt einfach Pech. Ne? Das hat jetzt schon mehrmals ganz oft funktioniert. Daran werde ich mich festhalten. Wenn es direkt hier durchzieht, ist es halt so. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier durchzieht, scheint geringer zu sein. Je schneller ich den Quatsch da hochschicke, umso eher läuft das.
Da fehlt nicht mehr viel. Komm schon. Schick hoch den Mist. Nice. Zwei oder drei noch. Okay. Maus? Nicht verfehlen. Oh, so, Phase 3. Boom. 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 Überall macht's Boom. Hilfe. Das wird ungünstig. Oh, ich dachte, ich werde erwischt. Gut, haben wir geschafft. Phase 4. So, wo ist der Müll? Direkt hier. Direkt hier. Oh nein! Die sind aufgesplittert. Scheiße. Das war nicht, was ich wollte. Ach, Mist, ey. Nein! Ey, wenn ich das am Schluss mache, ne? So ein Fehler am Schluss. Dann kriege ich aber... Puh. Dann kann ich nicht gut schlafen. Aber überhaupt nicht. Oh, das war knapp. Der war ordentlich über mir drüber. Es ist so aufregend, diese Taktik. Sie war weniger aufregend, als ich 100% Erfolgschance hatte. Uiu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 
So, bisher hat es funktioniert, hier zu stehen. Warum bin ich denn so eine Nuss und spring nochmal hoch? Oh, der war so unnötig, dieser Tod. Oh, der Tod war gerade so unnötig. Oh, so ein Mist. Oh, so ein Mist. Also da einfach kurz ein bisschen Geduld haben, dann kann ich da stehen bleiben. Ah, Mann. Ah, eigentlich habe ich es jetzt verdient, hier einmal zu sterben in der Phase für den Tod gerade. Eigentlich habe ich jetzt hier einmal Pech verdient. Ja, das war... Ach, Mann. Das hätte ich jetzt hätte's nicht haben müssen jetzt. Das hätte jetzt nicht sein müssen, echt nicht. Tief gerade alle. Hoch mit euch. Hoch damit. Nice. Ja. So. Mach Boom. Alles explodiert hier wieder. Hilfe. Okay. Der ist auch weg. Und hoch damit. Phase 4. Hier kann ich stehen. Oh Gott, direkt über mir. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Boah, war das knapp. Okay, das sollte reichen. Wir sind im Kasten. Wir sind im Kasten. So, schön ruhig bleiben. Puh, das war knapp. Da wollte ich schon wieder ein bisschen zu viel. Habt ihr gemerkt, ne? Gut. Gut, gut, gut. Alles in Ordnung. Wow, das war... das war knapp. Oh, warum mache ich denn sowas? So, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Gut. Rübergehen. So. Warten. Einfach kein Quatsch machen hier. Oh, jetzt hätte mich fast einer getroffen, habt ihr das gesehen? Aber passt. Passt, funktioniert. So, und hier weiche ich am Anfang also einfach nur aus. Und dann schieße ich auf. Und dann schieße ich auf das Ding und darf mich aber selber von dem Ding nicht treffen lassen. Ach, Mist, ey. Das war knapp. Das war auch gerade wieder so ein richtig unnötiger Tod, ne? Ich sehe doch, dass dieses Ding kommt. Ich habe halt komplett verdrängt, dass ich den auch nicht berühren darf. Oh je. Oh je. Da ist aber gerade richtig viel los hier. Ja. Nee, das habe ich gesehen, da konnte ich nicht. Da, das habe ich gesehen. Das erschien mir nicht möglich auszuweichen. So richtig. Puh. Cool. Oh.
wir waren niedrig. Wupp. Ach scheiße, der ging voll durch. Keine Chance. Keine Chance gehabt. Ja, ich bin halt der Gnade des Spiels ausgeliefert, wenn ich mich da hinten in die Ecke stelle. Ich kann es nicht verhindern, dass sie mich erwischen, wenn sie da kommen. Aber die kommen halt sehr selten. Und die sagen, Mathematik gewinnt. Im Sinne von Statistik. Oder Wahrscheinlichkeit. So. Weil die Wahrscheinlichkeit, hier getroffen zu werden, ist einfach so gering, dass man es durchaus riskieren kann, es immer wieder zu probieren. Es passiert leider, aber insgesamt sehr, sehr selten. Machst du halt nichts, wenn es passiert. Bitte nicht an irgendwas. Boah, das war knapp. Nein, 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 nein. Ich sehe das, dass das nicht gut. Okay, ich hab's gerettet. Oh mein Gott, ich hab's gerettet. Das war so knapp die eine Stelle, als der da runtergefallen ist, das Zeug. Oi. So, Phase 4. Da ist ungünstig. Nein! Oh Gott! Oh yes! Wir sind im Kasten. Wir sind im Kasten, Leute. Kein Quatsch im Kasten machen. Einfach ein paar Mal auf das Viech schießen. Nicht öfter. Nicht übertreiben. Einfach nur ein paar Schüsse setzen. Manchmal, wenn er zurückgeht, kann man auch nochmal drauf schießen. Aber man muss es nicht übertreiben. Dann treffe ich ihn halt nicht nochmal. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich meine, vom Vorgehen her ist es immer das Gleiche, ne? Also. Und da einfach Geduld haben. Nicht zu viel Quatsch machen. Der war knapp. Aber auch hier die Wahrscheinlichkeit, bis ich hier getroffen werde. Wenn ich halt nicht selber dumm bin. Wenn ich halt nicht selber dumm bin, dann passiert da an der Stelle auch nichts. Das darf einfach nicht wahr sein. Achso, ich muss ja hier hoch. Es darf einfach nicht wahr sein, ne? Der war genauso unnötig, der Tod wieder. Oh mein Gott. Das war niedrig, das Ding. Ja, aber nur an dieser Stelle stehen, ist es genau das, was ich sagte. Die Wahrscheinlichkeit, nur an dieser Stelle zu stehen und getroffen zu werden, ist bisher sehr gering. Bisher wurde ich dort nicht getroffen an der Stelle, immer nur, wenn ich hochgesprungen bin und der halt gerade geschossen hat, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Weil ich einfach doof war. Komm schon, komm schon, komm schon, du hast es gleich, du hast es gleich. Schick noch eins hoch. Oh mein Gott, das war knapp. So. Phase 3. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh Gott, da kommt ganz viel Zeug von oben runter. Was ist das? Ich hasse es, wenn ich das schon spüre, dass es nichts wird. Dass dann wirklich nichts wird. Dauert viel zu lange gerade, bis das ganze Zeug hochgeht. Jetzt ging es besser. Trotzdem erhöht sich damit natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann eins hier durchzieht, was mich killt. Je länger ich brauche. Erhöht sie sich wirklich? Nee, sie bleibt eigentlich gleich. Aber bis ich getroffen werde, das wird dann halt
Die Wahrscheinlichkeit bleibt gleich, ob ich getroffen werde oder nicht, aber die Möglichkeit getroffen zu werden, die erhöht sich. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ein blödes Ungelaber mache ich hier während dem Kampf. Das ist unfassbar. Aber was soll man auch tun als Let's Player? Da labert man halt blöd rum. Ihr kennt das doch. So, zack. Mama! Ich bin voll reingesprungen. Ach Mann, ey. Mag den Anfang nicht mehr spielen. Mittlerweile mag ich den Anfang nicht mehr. Also, jetzt ist es einfach zu lange. Oder? Die Zeit ist einfach jetzt das Problem. 50 Minuten. So schön der Boss ist. Aber ich will jetzt halt auch mal durchkommen. Ich hatte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich hätte gedacht, wir schaffen das schneller. Aber hey. Leider spielt halt auch die Aufregung damit rein und die ist natürlich entsprechend groß, wenn es um den Kasten geht. Wie oft waren wir jetzt beim M? Zweimal waren wir beim M. Ne, dreimal waren wir beim M. Oh Gott, das war knapp. So, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Alles nicht hochgegangen. Ach Mann. Das ist nicht doch hochgegangen. Das ist hochgegangen. Das ist hochgegangen. Nice. Und hoch damit. Oh, das war knapp. Eieieiei. Hoch damit. So. Phase 3. Es wäre alles weniger aufregend, wenn man nicht in jeder Phase schon mindestens mal mehrmals gestorben wäre. Selbst in Phase 3 habe ich ja mittlerweile ein paar Tode drin. Mit der Statistik. Was nicht so schön ist. So, bitte Phase 4 schaffen. Da stehe ich ungünstig. Ich sehe was. Nein, warum? Warum bin ich nicht einfach weitergelaufen? Ich habe es doch gesehen, was passiert. Warum bin ich nicht einfach weitergelaufen? Ich habe doch genau gesehen, was passieren wird. Aber soll ich echt noch einen neuen Part ansetzen? Und sagen, das hier ist nochmal ein Trainingspart? Es wird halt jetzt einfach immer länger. Ne? Dass es nicht gut ist, weil am Ende kann ich es nicht hochladen oder braucht 2 Tage, bis es hochgeladen hat. Wie lange ist das bei einer Stunde jetzt? Und wo ist die Datei? Oder ich warte, bis sie hinten. Ich meine, ich bin am Wochenende wieder in Naila, aber. Also, wo ich dann kurz gutes Internet hätte. Aber. Weiß nicht, ob da nicht ein paar zwischendurch. Nee, es müsste aufgehen. Ach man, ich mag nicht mehr. Jetzt ist wirklich so eine Unlust auch drin. Und diese Unlust wäre weg, wenn ich sage, okay, wir fangen doch nochmal einen neuen Part an. I don't know. Was tun wir, was tun wir, was tun wir? Keiner guckt sich eine Stunde nur diesen Kampf an. Das ist ja das Problem, ne? Es ist halt immer wieder das Gleiche. Und das ist eigentlich nicht das, was ich mir so vorstelle unter Content. Das würde ich jetzt ja auch nicht bei jemandem gucken, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher. Was machen wir denn? Wir nähern uns halt echt der Stunde. Das ist nicht, was ich suche. Hoch damit, hoch damit. Hoch damit, hoch damit. Nein!
genau in der Ecke. Sein erstmal. Das ist nicht gut. Doch, das war gut. Da ging richtig viel hoch gerade. Okay, wir sind wieder mal im Kasten. Wir sind wieder mal im Kasten. Kein Quatsch, Mann. Das war ein guter zweiter Treffer. Mal nicht getroffen, aber ist egal, muss ja nicht sein. Oh boy! Ich glaube, jetzt ist es noch ein oder zweimal treffen. Nice. So. Ich habe Angst. Ich werde wirklich immer nur abschießen, wenn er unten ist gerade. Lieber so. Wirklich lieber so. Da ist eins fast zu mir gegangen. Oh, das war knapp. Da bin ich jetzt lieber nicht gesprungen, ne? Habt ihr gesehen, warum? Kam nämlich genau die Frucht bei mir raus. Gut. Wir warten. Ist es in Ordnung? Lieber warten. Als dass ich Quatsch mache. Nice. So. Die erste Phase geht klar. Die geht auch klar. Und jetzt schießen wir dieses Ding nur noch ab. Sonst nichts. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht nochmal sterben jetzt. Das wäre so bitter. Oh. We did it. Wenn ich den jetzt verfehlt hätte. Wenn ich den jetzt verfehlt hätte. Stunde. Stunde. Oh, ich habe echt schon damit gerechnet, dass wir einen neuen Part brauchen. Echt damit gerechnet, dass wir einen neuen Part brauchen. So, wer hat jetzt welchen Abschnitt verbrochen? One Man von The Wheel. The Random Eric. Piece of Cheese 87 hat die Super Mario Bros. 2 Stage gebaut. Mit dem gemeinen Trollboss.
Oh, Baba war richtig großartig. Ich hab's jetzt in. Ah, da ist wieder bei dem Erwig, Binding of Isaac. Red Wookie, Spelunky. Tralexium Contra. So, und wer hat die gemeinen Sachen? Gay Wizard 609 hat er die gemeinen Dinger bei Weddings gebaut. Und Piece of Cheese dann nochmal das Finale. Und den Final Boss haben Ex-Martkin Piece of Cheese gemacht. Thank you for making. So, und da sind wir jetzt nämlich tatsächlich nochmal da, wo wir hin wollten. Sehr schön. Na dann, machen wir das doch nochmal, ne? Wie versprochen. Gucken wir uns jetzt alle Räume an, die es gibt. Ich habe richtig Lust bekommen, nochmal Isaac zu spielen. Ich weiß halt nicht, ob ich das... Mal gucken. Ewig kein Isaac mehr gespielt. Aber das richtige Isaac, das ist halt auch wieder so viel Zeit, die da vergeht, bis man dann mal wohin gekommen ist und dann... Na, das ist ja nicht wie ich... Achso, ich muss das Ding erledigen. Ah ja, es war cool hier auf jeden Fall Isaac zu spielen, aber es war halt einfach viel zu alt. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe nicht richtig. Ich glaube, hier komme ich zum... zum Bossraum. Ich glaube, der Itemraum war weiter oben. Oh Gott! Das machen wir nicht nochmal hier. Weg damit. Ja, okay. Da, also, es ist genauso aufgebaut wie... Also, es ist genau gleich aufgebaut. Jetzt wäre es nur interessant zu sehen, ob das gleiche Item drin ist. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, alles klar. Also, diese Dinger kriegt man auch auf jeden Fall. Und dann kriegt man im zweiten Raum wahrscheinlich auch auf jeden Fall das Spread-Ding. So, hier war doch jetzt die eine Stachel, die sich fies bewegt hat an der einen Stelle. Aber ich bin damals so schnell da durchgelaufen, dass die nichts getan... Ja, die ist einfach zu langsam, um mich zu kriegen. So, dann kriegst du noch jetzt auf die Mütze. Easy. Den Raum haben wir damals auch schon gesehen. Aber der ist ganz gut, dass ich ihn kurz aufmache wegen Herzen. Vielleicht brauche ich das gleich nochmal. So. Ja, siehste, kann ich das Herz direkt holen. Wobei wir hier noch auch nochmal ein Herz haben, genau. Und einen Treffer könnten wir uns ja noch leisten. Heißt, dann lohnt es sich, das Herz einzusammeln. Nicht, dass ich den Wurm haben möchte, den Treffer, aber noch muss ich deswegen nicht. Ja, nehmen wir es mal lieber. Nichts ist kein. Wir haben jetzt ja eins zusätzlich und da ist der Bossraum. Ja, genau deswegen. Jetzt hätten wir nämlich schon nur noch ein Herz und hier ist nichts zum Einsammeln. Das wäre vielleicht ein bisschen kritischer dann geworden. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber jetzt renne ich nochmal zurück und hole mir das andere Herz. Safety first. Ich weiß zwar nicht mehr, was das für ein Boss war. Ich glaube, der war nicht schwer. War das nicht einfach nur Dings? Der normale? Aber ich traue mich nicht. Der kann mir ja auch, glaube ich, mit einer Attacke ein ganzes Herz abziehen. Dann. Gut, würde dann keinen Unterschied machen. Aber... So. Aber irgendwie ja schon. Let's go. Ach ja, Biff heißt er hier. Funktioniert aber wie... Ich komme halt nicht auf Namen. Ich komme nicht auf Namen, wie im Original heißt. Das gibt's doch nicht. Einfach zu lange nicht mehr gespielt. Da sind wir schwach gerade, Mann. Mach kaum Schaden. Na komm jetzt. Ey,
Ey, 3 Jahre später, ne? Oh boy. Kein Teufelsraum mehr für mich. Cool. So, PHP gibt es hier genauso. Sehr gut. Ja. Weiter im Programm. So, also, jetzt wollen wir hier alle Räume abgucken. Das heißt, was wir nicht geguckt haben, war der dunkle Raum, glaube ich. Und an der einen dran, an der einen anderen Stelle bin ich auch nicht weiter. Aber das ist wieder genauso gleich aufgebaut, ich sehe das. Das heißt, es ist dann da unten erst. Hier oben kriege ich jetzt dann nochmal gleich den neuen Itemraum, wo dann dieses Dings-Item drin war, dass ich das so aufteilen kann. Der war hier drüben, ne? Ach nee, hier war der Raum. Richtig. Ich würde vergessen. Das war ja auch... Das war der Tierburst. Ah, das stimmt, das war hier. Das war nicht in gar keinem Itemraum. Hatten wir denn überhaupt hier einen Itemraum gefunden? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Hast du denn einen Itemraum? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal, wir werden es gleich wissen. Da oben ist ein Itemraum, ja. Aber was war denn dann da drin? Ich weiß es halt echt nicht mehr. Gibt's doch nicht. Ist doch jetzt nicht so lange her. Mensch. Ach ja, Tears Up war das, ne? Genau. So, ich glaube, das hier oben hatten wir alles gesehen. Ich gehe aber trotzdem noch mal kurz durch. Man weiß ja nie. Wenn ich doch irgendwas versehentlich übersehen habe. Ach, wisst ihr was? So, bitteschön. Das lief doch mal gut. Bam. Hallo? Der ist neu. Ich kann Geld nicht mal einsammeln. Geld nicht mehr einsammeln. Ich kann es verlieren, dadurch, dass ich da reinlaufe, aber ich kann es nicht zurückbekommen. Das ist frech. Da ist der Bossraum. Okay. Da müssen wir gleich wieder zurück. Dann haben wir nämlich ganz viel übersehen. Dann ist aber der Raum, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Das war doch, damals war das doch alles irgendwo anders, so ein bisschen. Ne? Na egal, wir werden alles ablaufen. Erst wenn wir alles abgelaufen sind, hören wir auf. Genau, hier bin ich dann nicht mehr durch. Weil ich mir gesagt habe, wozu? Da ist bestimmt wieder irgendeins, was sich bewegt. Nein. Okay. Ah ja, das ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut, dieser Dungeon, ne? Hier ist der Startraum, richtig? Da waren wir vorhin einmal am Start. Wo ist denn da der dunkle Raum jetzt hin? Hier war der Raum. Da geht auch kein Raum raus. Hier ist auch kein anderer Raum. Hier ist... Hier drüben geht's zum Boss. Hier geht's noch rein. Da ist der dunkle Raum. Ja. Ist jetzt halt die Frage, was hier ist. Holy shit. Ist das eine Orange? Mein Reward ist eine riesige Kugel, die mir nichts nützt. Geil.
Oder bleibt jetzt, geht jetzt mit? Nein. Die ist einfach hier drin. Ich kann die nicht mitnehmen, ne? Schade. Okay, aber wir sind gerade wieder richtig aufgeladen. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, ne? Ich glaube, jetzt habe ich jeden Raum erkundet. Ich wüsste gerade nicht, wo ich nicht drin war. Ich habe jede Abzweigung mitgenommen. Ja, ich habe jede Abzweigung mitgenommen. Ich frage mich... Wir müssen es an sich testen. Wir müssen es testen, ob irgendwann die Maschine was gibt, wenn ich genug reinschmeiße. Wie im Original, ob die irgendwann explodiert. Oder ob ich einfach nur immer wieder reinschmeißen kann. Explodiert nicht, ne? Ach, fuck. Habe ich noch irgendwo ein Herz rumfliegen? Ja, hab ich. Nee, hier nicht. Irgendwo war doch noch ein Herz. Scheiße, wo war das denn? Da auch nicht. Da auch. Hä, hey, irgendwo war doch noch ein Herz, hatte ich gemisst. Irgendwo war doch noch ein Herz. Oh, fuck. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Das ist, da gehe ich nicht so durch. Oh, nein. Aber mir scheint, dass die Maschine nichts macht. Es wäre schon ein sehr großes Pech, wenn die Maschine erst ab, keine Ahnung, genau einem halben Herzen mehr, was ich opfern muss, was macht. Ich glaube, die ist einfach nur Gag. Jetzt probieren wir mit einem halben Herz den Boss und wenn es nichts wird, dann haben wir halt Pech gehabt. Ich glaube nicht, dass ich mit einem, also, dass ich No-Hit hier durchkomme, kann ich mir nicht vorstellen. Sage ich ja. Wo würde man jetzt starten? Wahrscheinlich am Anfang der Ebene. Ja. Ja, am Anfang der Ebene würde man starten. Okay. Ja gut, haben wir ja schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Insofern. Wait, jetzt würde mich allerdings schon interessieren... Ich habe ja jetzt das Item schon. Was ist jetzt, wenn ich nochmal zu dem Boss gehe? Kriege ich dann ein anderes Item oder das gleiche Item? Gibt es den Itemraum jetzt nochmal? Kriege ich dann ein zweites Tiers ab? Stackt das? Das dürfte ja nicht stacken eigentlich. Das dürfte ja eigentlich nicht stacken. Oh, ich habe eine coole Idee. Wir erledigen ihn mit dem Item, was er uns geben würde. Nun. Voll die coole Idee auch, ne? Großartig. Ups. Da wollte ich nicht reinlaufen. Ah, er ist dafür weg. Dann ist der Itemraum sicherlich auch schon leer. Ah. Da hat jemand mitgedacht. Natürlich. Okay, alles klar. Das gilt als eingesammelt. Gut, dann hauen wir den Boss halt jetzt nochmal weg. Was soll's? Bäh. Bäh. Hat ja bis auf einen Hit am Ende geklappt. Ich hatte ja alle fast weg. Habt ihr gesehen, ne? Die anderen zwei sind gerade gestorben. Das hätte fast geklappt. Das hat gerade so nicht funktioniert. Gerade so. Was sehr ärgerlich war. Aber so war's. So, diesmal bitte ohne die komische Maschine. Und dann war es das hier. Die zwei noch weg. Und dann kommen wir durch die Nummer durch. Ach, da ist noch eins.
Jetzt aber. Weg mit dir. Das war's. So, volle Energie. Einmal aufgeladen. Bam. Wetten, jetzt klappt's. No Hit. Ich meine, die können ja an sich nix. Das ist ja der Witz an der Sache. Klar klappt jetzt No Hit. Ach, leck mich. Es wäre so schön gewesen vor uns. Hätte alles funktioniert. Wir hätten alles offen gehabt. Und jetzt schaffe ich es ohne Hit. Naja. Was soll's. Ach, man kann nach dem Boss sogar nochmal rausgehen. Auch interessant. Gut. Ne, brauchen wir jetzt nicht mehr. Dankeschön. Wir sind done. Dann for good sind wir. Und jetzt habe ich hier den Stage-Hub zur Auswahl. Aber man kann direkt zu den Bossen auch gehen. Nur bei Isaac nicht. Das ist auch interessant. Feindboss. Ai, ai, ai. Simon hieß er. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Tower of Death, Contra, Castlevania. Also haben sich schon wieder richtig viel ausgedacht, muss man sagen. Großartig. Das war eigentlich mit mein Highlight. Baba is You war großartig. Es ist so ein schönes Spiel. Aber es wird auf... Also später wird das so schwer. Ich habe ja ein bisschen was bei HF im Stream gesehen. Oh, und guck mal unsere Tode an. 2187 und 11 Stunden 50 Minuten haben wir insgesamt gespielt an dem Ding. Uff! Sag ich da. Uff! So. New version available? Aha. Irgendwelche Bugfixes. Ja, wir haben Bugs noch genutzt. Wahrscheinlich ist jetzt da, wo ich mich hingestellt habe, sind da jetzt plötzlich Stacheln. Weil sie gecheckt haben, hey, da ist ein Safe Spot. Nein, ich hoffe nicht. Das wäre, oh Gott. Das möchte ich nicht ohne. Also ohne den Safe Spot zu finden, hätte der Boss jetzt echt ewig gedauert. Das muss man mal sagen. Weiß nicht, was das gewesen wäre. Egal. Wir sind durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war wieder mal eine Reise, die ich so schnell nicht nochmal haben möchte. So, ab und zu geht's immer mal. Aber jetzt widmen wir uns wieder den angenehmen Dingen des Lebens und ärgern uns in Mario Maker mehr durch die Gegend. Aber mal gucken. Ich glaube, allzu viel Mario Maker. Müssen wir mal gucken, wie viel wir da haben. Ich weiß es nicht. Ich quatsche euch wieder voll, weil wir jetzt 1 Stunde 20 haben und mir gerade eh völlig egal ist, wie lang der Part wird, weil jetzt ist er eh so lang, dass ich ein halbes Jahr am Hochladen sein werde. Deswegen werde ich das als Denailer hochladen. Wenn es auf einen Tag nicht drauf ankommt, dann ist vielleicht Freitag kein Part und dafür dann halt am Samstag. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.